Servus, Lebercast-Gang. Es geht weiter und zwar mit einem neuen Spielchen auf dem Kanal. Ich glaube, so zwei Projekte nebeneinander kann ich mir erlauben, zeitlich mal gucken, wie es hinhaut. Und zwar Foundation. Na, Foundation haben wir ja schon auf meinem Hauptkanal gespielt. Und so machen wir jetzt einfach nochmal. Küste habe ich noch nicht ausprobiert. Wir machen ein neues Spielchen, weil also das Anfangen bei dem Spiel eigentlich immer am schönsten ist, finde ich jetzt. Ja, also das ist eigentlich das Wunderschönste überhaupt. So. Foundation, das kennt ihr ja jetzt mittlerweile, zumindest die, die auf meinem Hauptkanal auch mitgeguckt haben, ist ein wunderschönes kleines Spiel, welches ja siedlerähnlich funktioniert. Und wer die Siedler damals gespielt hat, der weiß, es gibt nichts Schöneres, als einfach nur zu siedeln, ohne irgendwie diesen ganzen Druck, militärischen Druck und den ganzen Zeug da. Das muss alles nicht sein. Und überhaupt sind diese kleinen Manschgal hier wirklich die schönsten auf der ganzen Welt. Gut, der guckt jetzt schon ein bisschen seltsam hier. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich glaube, naja, im Mittelalter war das halt teilweise so, ne? So, also Holzfällerlager. Das bauen wir hier hin. Wir brauchen nämlich Holz, ja. Dann brauchen wir natürlich eine Sammlerhütte für unsere Bären. Und dann brauchen wir natürlich, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Ein Steinmetzlager für Steine. Das ist hier drüben. So, und jetzt brauchen wir noch einen Baumeister. Wer will denn Baumeister sein von euch? Du schaust mir aus wie ein Baumeister. Ja, du darfst jetzt anfangen zu bauen. Was wir natürlich auch machen müssen, wir müssen Abbaugebiete festlegen. Ja, für unsere Steine, für unsere Bären und natürlich fürs Holz. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, so viel Holz gibt es hier gar nicht. Bei dem, also in dem Bereich zumindest hier. Das ist eigentlich ganz schön wenig. Da muss ich schnell schauen, dass ich diese Quests mache. Das habe ich hier. Ja genau, Bauarbeiter zuweisen habe ich ja eh schon gemacht. So, jetzt baut er diese Holzfällerhütte und dann können wir mal anfangen, hier Zeug zu sammeln. Wie gesagt, Foundation, ja quasi in Vorarbeit zu Siedler. Die Siedler oder der Settlers kommt ja dieses Jahr, naja vielleicht nicht dieses Jahr raus. Es hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben. Das kommt ja alles aus einem Häuschen sozusagen, aus einer Entwicklerschmiede. Naja, Entwicklerschmiede nicht, aber von einem Publisher. Und da Anno 1800... dieses Jahr rauskommt, kann es sein, dass sich die Siedler, die ähnlich funktionieren wie Foundation, verschieben auf 2020. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen schade, ne? Aber was will man machen? Das wird wohl so sein. Das heißt also, was natürlich gut ist für Foundation, ne? Weil wenn die Entwickler jetzt ein gutes Jahr hinlegen, bezüglich der ja, ganzen Inhalte und Entwicklung und so weiter und so fort, dann können sie sich natürlich dementsprechend auch abheben. Und natürlich auch eine gewisse Community aufbauen bis dahin. Also ist das Verschieben der Siedler vielleicht sogar das Glück für Foundation. Mal gucken. Ne? Die Spielabläufe ähnlich. Es gibt verschiedene Ressourcen. Wir sehen sie ja. Also Holz, ne? Beeren zum Essen und hier eben dann Steine. Habe ich jetzt überhaupt irgendwas gebaut? Achso, der baut ja das noch. Okay, alles klar. Was ist denn jetzt los hier? Ja, erhöht den Rang eurer Dorfbewohner auf bürgerliche. So, was wir jetzt machen müssen, sobald wir nämlich hier Beeren sammeln, können wir eigentlich schon den Markt bauen. Ich hoffe, dass das jetzt so hinhaut. Und zwar einen kleinen Marktstand, ja. Im Übrigen funktioniert es dann bei den Siedlern genauso, habe ich gesehen jetzt in den ganzen Gameplays, dass die Dorfbewohner tatsächlich also hier was sammeln und das dann auch Marktständen verkauft wird. Allerdings bei den Siedlern wird es ein bisschen anders sein, da wird das Ganze noch weiter verarbeitet. Da können die Bewohner zum Beispiel spezielle Gerichte kochen, die sie dann den Bauarbeitern zum Beispiel bringen. Mal gucken, Foundation ist ja momentan noch im Early Access. Es gibt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, dieses Spiel weiterzuentwickeln. Die Entwickler, auch ein kleines Entwicklerstudio, aber halt ein Indie-Team, ist wirklich auf Zack, zumindest momentan, was das Bugfixing angeht. Es gab ja am Anfang ein paar Bugs, die nicht so optimal waren, aber das ist normal beim Early Access Spiel. Darum verstehe ich auch teilweise dann die Kritik nicht, die da zustande kommt. Ja, aber mei, was müsst ihr machen, gell? Manche meinen halt wahrscheinlich, ein Early Access Spiel ist dann schon ein Release, aber das ist halt nicht so. Ne? Früher, als ganz am Anfang, als die Spiele noch per Disketten durch die Gegend geschoben wurden. Ja, da gab es keine Patches, die man sich mal schnell runterlädt. Da waren die meisten Spiele, die verkauft wurden, ja schon fast Early Access. Ne?
Und an einen Patch ist man eigentlich nur gekommen, wenn man eine Spielezeitschrift gekauft hat. Ja? Also das war alles ziemlich schwierig. Ich kann mich noch daran erinnern, die GameStar zum Beispiel, da gab es immer Patches, die man da drin hatte, ja, um eben dann die Spiele zu patchen. Das waren noch Zeiten. Ne? Heutzutage ist es ja alles ganz einfach, Online-Zugang und alles wird automatisch runtergeladen, was im Übrigen sehr, sehr toll ist und auch unglaublich praktisch. So, jetzt machen wir ein bisschen beschleunigen, dass er da hinten ein bisschen schneller baut, weil sonst wird das ja nie was. So, jetzt ist, also noch nicht fertig, oder? Muss nur Material holen. Wieder arbeiten, immer arbeiten und es dauert alles viel zu lang. Ja, das ist diese 3-Stunden-Woche. Ja, 3 Stunden arbeiten, das war's dann. Was ist denn eigentlich noch? Bist jetzt fertig hier? Ah ja, okay. Also können wir hier, jetzt wollen wir, wie viele Leute habe ich jetzt momentan? Können wir 2 zuweisen? 2 dürfte jetzt passen, oder? Dann hätte ich jetzt eigentlich... Genau, jetzt wird Material hier, genau. Und jetzt kommt eben der Markt, das habe ich jetzt schon quasi in, ja, vorauseilendem Gehorsam gemacht, dass wir also hier diesen Markt errichten, der dann dafür da ist, dass die Leute dann was kaufen können. Und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir dann wahrscheinlich auch Wohngebiete zuweisen können. Ne? Ist dann das nächste Thema. Und dann wird es interessant, da muss man natürlich auch immer aufpassen. Also wir verkaufen hier Bären und wir weisen einen freien Dorfbewohner zu, der den Marktstand betreibt. Jetzt habe ich sogar Geld bekommen, weil ich das gemacht habe. Und jetzt können die Leute da hingehen und was holen. Jetzt müssen wir mal gucken. Nein, das ist jetzt noch nicht. Ihr habt einen neuen freischalten, Handelsroute. Handelsroute freischalten funktioniert jetzt folgendermaßen. Da brauchen wir jetzt erstmal ein Sägewerk. Handeln ist hier oben. Und man sieht, ich brauche zum Beispiel 20 Bretter, um die erste Handelsroute freizuschalten. Ne? Das wird sich auch noch erweitern. Es wird noch mehr Städte geben, vermute im Laufe der Zeit dann. Und drum machen wir jetzt hier ein Sägewerk. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das hinbauen. Natürlich vielleicht in die Nähe des Holzfällerlagers. Wäre natürlich optimal. Warte mal, wo kann der hier rein? Hier. So, dann hier das Sägewerk hin. Damit wir dann dementsprechend die Bretter produzieren können, die uns dann eben helfen, ja, diese Handelsroute zu eröffnen. Am Anfang kann man keine Werkzeuge herstellen. Und das bedeutet, dass man am Anfang also eine Handelsroute braucht, um Werkzeuge einkaufen zu können. Ne? Das ist also eine gewisse wirtschaftliche Dynamik, die sich hier abbildet und die natürlich dann dementsprechend auch dafür sorgt, dass das Ganze dann ein bisschen interessanter wird, auch bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung eines solchen kleinen Dorfes. So, jetzt musste ich mal kurz unterbrechen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich vorher gesagt habe. Das kann aber gar nicht so wichtig gewesen sein. Würde ich mal sagen. Auf jeden Fall Sägewerk. Ne? Wir brauchen ja jetzt die Bretter, damit wir diese Handelsroute eröffnen können. Und ja, das dauert jetzt ein bisschen. Und was man auch braucht, ist ein Lagerhaus. Ja? Mal gucken. Ja, das können wir auch bauen. Lagerhaus. Am Anfang muss man da ein bisschen gucken. Man hat am Anfang relativ wenig Platz, um irgendwo was hinzustellen. Ja? Und vor allem, wenn die Leute jetzt dann auch irgendwelche Wohnungen brauchen. Aber ich weiß schon, wo ich die hinpacke. Die werden sich wundern. Die werden sich wundern, meine Lieben, ja. So, was wir jetzt brauchen, ist natürlich dann Leute. In 7 Tagen kommen wieder Leute. Aber wir brauchen natürlich jetzt dann Wohnfläche. Das ist jetzt dann das Nächste, aber das kann ich noch nicht, oder? Nee, das ist dann erst, wenn man die Handelsroute eröffnet hat, glaube ich. Dann kriegt man die Wohnfläche dazu. Oder dann kann man eine Wohnfläche definieren, wo dann eben diese Häuschen gebaut werden. Also ich finde das Spiel einfach nur putzig, ja. Machen wir hier ein bisschen, machen wir Pause. Und was mir ganz gut gefällt, also bei vielen ist ja noch nicht die Arbeitskleidung festgelegt. Ne? Aber zumindest bei den Sammlern schon. Mit dem Hut und mit dem Korb da hinten, das ist einfach nur putzig. Ja? Also das Spiel hat schon was. Also, und vor allem, es läuft erstaunlich stabil. Ja, manche Early Access Versionen, da könnte man ja, ja fast schon einen Anfall bekommen, weil man sich denkt, verdammt, jetzt stürzt das Ding schon wieder ab. Aber bei dem Spiel, ganz ehrlich, bis dato noch keinen einzigen Absturz. Liegt natürlich auch immer an der Rechnerkonfiguration mit den Treibern und so weiter. Mit den Treiber und so weiter. Das reimt sie sogar. Ne? Das wäre ja dann sogar gut. Ne? Hat der Pumuckl schon gesagt. Ja? Was sich reimt, ist gut. Also immer schön reimen, meine Lieben. Ja, das ist ganz wichtig im Leben. Immer schön reimen. Und vor allem Foundation spielen. Auch ganz wichtig. Ne? Es ist leider ein bisschen teuer, das Spiel, für eine Early Access Version. Aber manche Entwickler gehen einfach den Weg, am Anfang ein bisschen
langsamer zu wachsen, also nicht zu viele Spiele auf die, also nicht zu viele Versionen, also oder besser gesagt nicht zu viele Leute zum Spielen zu bewegen, um die Entwicklung ein bisschen im Auge zu behalten. Jetzt habe ich keinen freien Dorfbewohner mehr. Das ist natürlich blöd. Jetzt müssen wir uns einen Arbeitslosen bauen. Damit wir dann hier den Claude, der Claude ist jetzt vom Steinmetz umfunktioniert zum Sägewerkmeister. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass der das auch vernünftig macht, seinen Job. Bin jetzt auch mal gespannt, ob das so funktioniert. Ob man das dann einfach so machen kann. Claude, wo bist du? Bist du Claude? Das ist der Rupert. Der Rupert. Der Theodrich. Oh mein, ich kann ja hier unten gucken, oder? Steinmetz, Holzfäller, Schreiner. Da ist er. Der Claude ist Schreiner. Ach, jetzt arbeitet er, schau. Jetzt geht's ab. Zwei neue Dorfbewohner schließen sich an. So. Und wenn sie dann bald anfangen zu jammern, weil sie keine Wohnungen haben. Aber die zwei neuen Dorfbewohner, die brauchen wir auch, weil wir dann auch einen Lageristen dazu bauen müssen. Dazu bauen. Also einen Lageristen festlegen müssen. Ne? Und der Lagerist, der muss halt dann dementsprechend dann die Waren verteilen. Also die Warenströme sind hier wichtig und was man auch sieht, die Wege, die entstehen durch die Dorfbewohner, die da durch die Gegend rennen. Ne? Das hängt natürlich jetzt sehr viel von der KI ab. Man kann aber aufgrund des Bauens, also oder besser gesagt der Positionierung von verschiedenen Bauwerken, die man da hat, natürlich die Wege auch dementsprechend ja, selbst beeinflussen. Das hängt immer davon ab, wie man das Ganze baut. Und natürlich sollen die Wege zwischen Lagerhäusern und zum Beispiel Produktionsstätten möglichst kurz sein. Das wird aber im Laufe des Spiels immer komplizierter. Da kommen die zwei. Ja, ich habe zwei Leute. Yay. Und arbeiten. Zwei Arbeiter. Jetzt warte mal, für was könnte ich euch denn jetzt brauchen? Also einer macht auf jeden Fall jetzt noch Schreiner. Und der andere wird Lagerist. Komm, bau halt jetzt das Ding hier fertig. Mein Gott, der braucht Bretter. Ich werde wahnsinnig. Stimmt. Die brauchen ja Bretter für das Lagerhaus. Ja, habe ich jetzt diesmal die Reihenfolge beachtet. Letztens habe ich, glaube ich, erst das Lagerhaus gebaut und dann das Sägewerk und habe mich gewundert, warum das Lager nicht fertig wird. Ne? Ja, so ist es manchmal. Zumindest bei mir. Dass, wenn ich spiele, es teilweise nicht so läuft, wie es laufen soll, weil ich mir relativ wenig Gedanken drüber mache. Ja. So, einen Dorfbewohner zuweisen an Martin. Martin! So, und jetzt müssen wir hier natürlich definieren, Werkzeuge. Ja. Und dann müssen wir also dann, wenn wir die Bretter haben, diese Handelsroute dementsprechend dann einrichten. Und dann, aber was wir hier natürlich auch einlagern können, sind Beeren. Und was wir auch einlagern können, ist jetzt am Anfang Holz. Und natürlich die Bretter. Man muss im Übrigen auch Lagerhäuser dementsprechend hier einrichten, weil wenn man das nämlich nicht tut, die können in ihren Gebäuden, also in ihren Produktionsstätten, nur relativ wenig ja, Material sammeln. Ihr seht selber, also das Holz jetzt zum Beispiel, ja, ein Riesenhaufen und die Bretter, die jetzt auch hier kommen. Das heißt also, am Anfang ist es tatsächlich so, dass man das Lagerhaus braucht, um die Produktion auch hochfahren zu können. Ein ganz wichtiges Thema, ja. Für alle, die sich also für Warenkreisläufe interessieren und sich da reinfuchsen wollen. Das kann man bei dem Spiel tatsächlich machen. Auch wenn es putzig ausschaut. Im Hintergrund läuft tatsächlich eine ja sehr komplexe Warenstruktur, die man durchaus verstehen muss, damit das Ganze dann funktioniert. Wie gesagt, am Anfang ist das alles noch ein bisschen putzig. Aber später dann wird es ganz schön lustig. Ne? Wenn man dann zum Beispiel also verschiedenste Warenkreisläufe dann auch beachten muss. So, jetzt habe ich jetzt hoffentlich endlich 20 Bretter, 23 Bretter. Jetzt kann ich hier meine Handelsroute einrichten. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir handeln. Wir wollen kaufen Werkzeuge. Die sollen immer 15 sein. Ja? Also das heißt also, kaufen bis zu Wert von 15. Das heißt, dann wird es immer auf 15 aufgestockt. Mehr braucht man nicht. Am Anfang habe ich 50 gemacht, aber dann ja, hast du also schon das Problem, dass du teilweise dann zu viel Geld ausgibst für irgendwas, was du am Anfang gar nicht brauchst. So, jetzt immer noch nicht. Errichtet eure erste Handelsroute. Habe ich doch gemacht. Jetzt komm. Ach ja, mein Gott, was wir auch brauchen. Darum sind die auch so unzufrieden. Hoppala. Einen Brunnen brauchen wir natürlich auch, ne?
Die können wir hier hinbauen. Und ihr merkt es immer noch, ich muss immer noch husten die ganze Zeit. Es ist fürchterlich. So viel Tee kann ich gar nicht trinken. Ich bin ja schon zum Teesäufer geworden jetzt. Das ist doch nicht wahr. Meine Güte. Ich kann euch nur raten, bleibt von dieser Erkältung fern. Die ist echt dermaßen nervig. Ich glaube, ich muss jetzt dann wieder unterbrechen. Ansonsten wird es ein Gehuste hier. Und Heizungsluft ist auch blöd. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal Schluss. Ja, also fürchterlich. Fürchterlich. Wie gesagt, trockene Heizungsluft. Da kannst du gar nicht so viel trinken, dass du das irgendwie auf die Kette kriegst. Aber eins wollte ich auf jeden Fall noch machen in dem Part. Und zwar, ich bin euer bescheidener Diener. Ja, und jetzt kann ich nämlich hier diese Wohngebiete definieren. Was ich noch nie ausprobiert habe, was bestimmt witzig ist. Bin mal gespannt, ob die da wirklich Häuser bauen. Hier am Abgrund. Doch, die bauen da Häuser. Das ist cool. Das ist ja voll cool. So, und was man jetzt machen muss, es kommen natürlich noch andere Mechaniken mit dazu, zum Beispiel für den Markt, machen wir hier ein bisschen langsamer, gibt es unter anderem zum Beispiel sogenannte Prunkgegenstände, ne? Zum Beispiel Fässer kann man hier hinlegen, stellen, zweimal Fässer. Den Prunk braucht man, um neue Gebäude zum Beispiel freizuschalten. Ne? Zeige ich euch gleich, wie das geht. Meine Sitzbank. Eine Sitzbank und noch eine Sitzbank. Ich glaube, da müsste es eigentlich mit dem Prunk schon wieder reichen. Das ist schon sehr prunkvoll, so eine Sitzbank. Ne? Jetzt müssen wir noch Bau beginnen, das vergesse ich auch immer. Und dann hat man hier oben die Möglichkeit, zum Beispiel Fischerhütte freizuschalten, Herrenhaus und Hecke. Ach, Hecke geht jetzt gar nicht. Muss ich erst noch, Aber Fischerhütten kann man dann bauen. Die brauchen wir jetzt dann im Übrigen auch. Und darum müssen wir jetzt ein neues Gebiet mit dazu nehmen. Wenn man Quests erfüllt, dann kriegt man immer kostenlos zum Beispiel neue Ländereien mit dazu. Ja, und jetzt kann ich mir überlegen, das Land oder das Land. Hier habe ich auf jeden Fall mehr Holz. Und ich glaube, da drüben ist es dann besser auch zum Expandieren. Also machen wir mal dieses Land kaufen. Und jetzt wird es interessant. Jetzt können wir nämlich hier unsere Fischerhütten hinbauen. Ne? Weil wir brauchen, ja, am Wasser ist es natürlich besser, wenn man so eine Fischerhütte baut. So. Oh. Komm, du musst schon ein bisschen näher ans Wasser ran hier, weil sonst kannst du ja nicht mit deinem Schifflein fahren. Also da oben bauen sie jetzt ihre Hütten. Oh Gott. Krass, die bauen ja tatsächlich da irgendwo durch die Gegend. Das ist ja cool. Wie gesagt, ich habe das noch nicht ausprobiert, aber das ist echt super toll. So, jetzt muss ich hier hinten auch noch das Holz abbauen. Und dann habe ich ja hier auch noch die Möglichkeit, dann muss ich hier unten dann noch eine... Ja, dementsprechende Hütte bauen. So, jetzt können wir ein bisschen beschleunigen. So. Und ich denke, das reicht jetzt erstmal für den ersten Part. Wenn die Fischerhütte dann fertig ist, dann bauen wir einen neuen Marktstand. Hier geht es jetzt darum, jemandem zu helfen. Aber da brauche ich Fische, die habe ich noch nicht. Dann kann ich das erstmal alles für mich behalten. So, meine Lieben, das war jetzt mit Foundation. Entschuldigung für das ganze Gehuste. Lässt sich momentan leider nicht vermeiden. Ciao, bis zum nächsten Mal.